Guten Morgen, Kine. Ich fahre jetzt gleich los nach Hamburg zu einem Dreh. Yay! Es ist zwar nur ein Drehtag, aber immerhin. Heute ist das Fitting um 15 Uhr. Das heißt, so gegen 11.30 Uhr muss ich hier los, weil um 11.55 Uhr mein Zug kommt. Und da nehme ich euch natürlich mit. Jetzt muss ich aber erstmal mein Make-up machen, damit ich präsentabel aussehe für die Welt. Und wir sehen uns gleich, wenn ich angekommen bin. Okay, das war awkward. Wir sehen uns gleich. Ich bin im Hotelzimmer angekommen, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Wir sind jetzt so ein bisschen durch Hamburg gefahren und ich war hier vor 100 Jahren als Kind mal, wie ich mich erinnern kann, aber jetzt schon lange nicht mehr und es ist eigentlich eine ganz schöne Stadt. Sehr, sehr, sehr schöne Ecken. Ich meine, ich wusste auch, dass es eine schöne Stadt ist und keine hässliche, aber dennoch, ich habe es selber noch nicht gesehen. Das Fitting war gerade schon, also ich habe mein Kostüm ausgewählt. Ich habe es nicht ausgewählt, es wurde für mich ausgewählt, was ich tragen werde beim Dreh morgen. Und weitere Informationen habe ich jetzt erstmal nicht. Ich treffe aber gleich eine Freundin und gehe mit der ein bisschen durch die Stadt. Sometimes you're physically bound down, but mentally gone. 10 years of hell. You dream of something you don't really want. And when you return, everyone has moved on. Follow tradition, you do this and that. Place a lock on a stone, no it won't. Okay, take a nap right there then. Good night. Why are you slowing down? Oh, is it traffic? Brake lines, red lights, hold hands, grip tight, play fights, your lips still taste like Nick D's sweet tea. Who wants to drive through shit without you? Down we. Breakdowns, red lights, whole hands, grip tight, play face, your lips still taste like Nick D sweet tea. I'm trying to drive through without you, without me, sweet tea. Burning rubber, smooth tread on my car ties. All talk, got your spark tied. Butterflies in my stomach, putting out this heart fire. Love sick, a couple wild things I'm in love with just right. Das ist immer geil im Set und steht immer da wie bestellt und nicht abgeholt. Weil man auch nicht weiß, wo man hin soll. Es ist gerade Location-Wechsel
Und ich bin hier gerade noch die Einzige gefühlt. Kein Plan, was passiert. Wir haben jetzt gerade den dritten Location-Wechsel gemacht. Wir sind jetzt in der letzten Location für heute und ich bin hier heute bis zum bitteren Ende, von Anfang bis zum bitteren Ende. Es ist saukalt. Ich habe 3 Jacken an und mir ist trotzdem noch kalt. Aber so ist es halt, wenn man den ganzen Tag draußen ist. Da muss man dann mit leben. Ist auch immer lustig, weil die Leute denken immer, Schauspieler sein ist so unglaublich glamourös und am Set sein und in der Maske und Die meiste Zeit sitze ich als Schauspieler in der Kälte irgendwo und warte. Das ist im Prinzip das, wofür ich bezahlt werde. Die meiste Zeit sitze ich einfach nur rum und warte, dass ich dran bin. Es ist vorbei. Wir sind fertig für heute. Es ist duster. Es ist spät. Wir waren 11 Stunden hier. Schade, ich wäre morgen gerne auch nochmal hier. Well, ich kuschel mich jetzt gleich richtig schön ins Bett. Wir sind wieder im Hotel und ich bin durchgefroren und ich bin müde und ich bin hungrig. Es gab jetzt zum Schluss beim Catering irgendwie noch eine Linsensuppe und ich habe natürlich mal wieder nichts abbekommen. Ich weiß nicht mal, wo dieses Catering am Ende war. Man geht ja dann immer sofort zur Garderobe und zur Maske nochmal und bla 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 und dann wurde ich nach Hause gefahren und habe nichts zu essen bekommen. Und deswegen habe ich mir jetzt hier so ein geiles Sandwich im Hotel gekauft, damit ich wenigstens noch ein bisschen was essen kann, bevor ich mich ins Bett lege. Ich werde dann gleich noch schön heiß duschen und mich ins Bett kuscheln. Und morgen fahre ich ja schon wieder nach Hause. Don't mind me, just eating my little sandwich. Eklig, aber geil. Ihr wisst doch, was ich meine, oder? Yes, sir. Okay, gute Nacht, genau.